So, hallo und willkommen zu einem Testvideo. Ich bin gerade momentan echt am Dauertester. Aber ich würde sagen, mir steigert mal ins Auto. Weil vom Auto her weiß man schon, wie das ungefähr aussieht. Und somit kann ich das dann nachher auch. Letztendlich besser vergleichen, was ich vergleichen will. Hab mir Fahrrad jetzt nicht weg. War halt schon unterwegs. Da startet mein Auto. Mir hockt bloß rein. Ihr kommt in die Halterung rein. Weil ich habe jetzt wieder ein anderes Objektiv auf meiner Kamera. Und das Video, das gibt jetzt eigentlich nur ein kurzer Test dazu. So, jetzt haben wir ungefähr den Blickwinkel, was wir gestern auch getennt. Also drauf habe ich auf jeden Fall das Sony 10 bis 18 APS-C Objektiv. Ich filme jetzt aber nicht in APS-C, sondern ich filme jetzt im Vollformat, also Full Frame. Und ich kann euch jetzt weiter rauszoomen. Und dann seht ihr auf jeden Fall mal mein ganzes Auto. So gut wie mein ganzes Auto. Und ich bin gefühlt ein halber Kilometer von da. Also, ich kann hier die Linse berühren. Wahnsinn. Also sie haben jetzt ja das Bild etwas reingekroppt, durch das das jetzt in 4K 30 FPS aufnimmt. Da kroppt er ganz leicht ins Bild rein. Und dann sind die Randabschattungen relativ gering. Jetzt, wenn ich reinzoome und ich jetzt auf 18 mm bin, dann ist die Randabschattung eigentlich. Ja, da ist er eigentlich komplett weg. Hier haben da jetzt Fahrer nichts gesehen. Mal hier im Auto sieht man es oder so nicht, aber ihr habt es ja wahrscheinlich gerade gesehen, weil ich ja rausgelaufen bin. Das war jetzt und rausgelaufen auf 18 mm, also voll reingezoomt. 18 mm auf APS-C. Da wäre ich normalerweise so groß im Bild drin. Und jetzt bin ich halt. Ah, das ist Wahnsinn. Finde ich ein cooler Lifehack. Ja, und was jetzt Sie eigentlich auch ausprobieren wollt, weil wir haben ja hier im Auto das mein rotes Mikrofon. Das habe ich irgendwann mal hier an den Halter festgemacht, dass ich das im Auto immer relativ einfach und schnell verwenden können. So, und die muss das ja mit Adapter verwenden und hier ist der Adapter vom. Hey, das ist echt so klein in der Kamera. Und da muss ich das ja dann mit dem Adapter vom. Oder im Auto nutze ich den Adapter fürs iPhone. Ja, so. Hier habe ich den Adapter, dass ich das dann nachher auch an meiner normalen Kamera nutzen kann. So, das da jetzt mal austausche. Oh, da ist irgendwas. Irgendwas ist in dem Fach drin ausgelaufen. Das heißt, ich muss es jetzt erstmal mit reinnehmen und reinigen. Aber was ich machen möchte noch, das ist ein Vergleich zwischen dem Rode SmartLav Plus und dem billigen, was ich auf Amazon bestellt habe. Ich weiß jetzt der Hersteller gar nicht mehr. Aber das ist das Gute. Ich kann nachgucken, weil ich habe da irgendwann mal ein Video gemacht. Die Post war da. Und immer wenn die Post war da
online ist, dann habe ich letztendlich auch immer irgendwas, wo ich nachgucken kann, wenn ich mir was gekauft habe und was das für genau das Modell war, also was sie mir halt gekauft haben. So, das Mikrofon, das nehmen wir jetzt mal mit rein. Da mache ich dann ein separates Video, wo ich das dann, ja, mal gucken. Das Video, das wird dann aber tatsächlich auf meinem JD Vapes, beziehungsweise der heißt ja nicht mehr JD Vapes, der Kanal, der heißt jetzt JD Puls 20, wird auf dem Kanal dann kommen. So, jetzt kann ich mich wieder ganz rauszoomen und das ist mega. Ich kann die Kamera jetzt in der Hand heben und ich muss den Arm in den Ausstrecker und ich bin komplett drauf. Ja, und jetzt sieht man es. Da oben sind so schwarze Flecke. Und wenn ich jetzt nur ein bisschen reinzoome, dann ist das schon weg. Und wenn ich jetzt komplett reinzoome, dann sieht man gar nichts mehr. Das heißt, die 18 mm kann ich uneingeschränkt nutzen. Die 10 mm nicht. Da muss ich dann etwas reinzoomen. Keine Ahnung, 12. Jetzt ist eigentlich die Randabschattung weg. Ich bin immer noch extrem weit weg. Und das macht eigentlich nicht wirklich einen allzu großen Unterschied. Und wenn einen das jetzt stört, dann hat man da oben halt ein bisschen einen schwarzen Rand. Aber ich glaube, mir wird es stören. Ich würde tatsächlich dann hergehen und so weit reinzoomen, dass es gerade weg ist. Und wenn ich jetzt so filme, dann passe ich komplett ins Bild. Das ist schon mega. Dann muss ich jetzt meinen Arm auch gar nicht mehr ausstrecken. Also, denk mal, das ist gar keine schlechte Lösung, wenn man jetzt irgendwo jetzt mal irgendwo halt unterwegs ist. Wo man vielleicht nicht unbedingt filmen sollte. Weil so fällt das Guide auf, weil da denkt, also wenn ich jetzt so rumlaufe, man sieht es im Spiegel vielleicht, da denkt eigentlich keiner, dass ich da jetzt irgendwas aufnehme, weil normalerweise, wenn ich irgendwas aufnehme, dann habe ich die Kamera immer weggedreht. Ja, ich finde es cool. So, aber jetzt habe ich gerade irgendwo den Rand gesehen, den schwarzen. Kann sein, dass der Rand immer wieder kurz näher kommt, weil die Kamera hat ja eine Bildstabilisierung und da ist ja dann praktisch der Sensor ist ja gelagert. Aber so bei mir im Büro, da bin ich jetzt halt schon arg dunkel. Also was jetzt ich noch rausfinden muss, ist, wo kann ich das in der Kamera einstellen, dass der mein Gesicht als Belichtungspriorität nimmt. Mega. Also, mir gefällt das Objektiv. Mir gefällt es eigentlich generell jetzt, dass mir die A7C gekauft haben. Weil so haben jetzt nochmal viel mehr Möglichkeiten, was ich mit meinen vorhandenen Objektiven machen kann. Wenn jetzt hier ein 10 mm, es gibt glaube ich gar kein 10 mm Objektiv auf Vollformat. Ich weiß, Sigma oder Sony, die haben, also einer von beiden hat ein 12-24 und der andere hat ein 14-24. Die haben jetzt so 10. Gut, durch das, dass ich jetzt in Ding aufnehme, in 4K, habe ich auch einen leichten Crop drin, dann habe ich wahrscheinlich auch die 10. Ja, auch die 12. Ja, aber das Objektiv, das kostet einen Bruchteil. Wobei das damals auch günstig war. 10 bis 18.
gebraucht, sage ich jetzt mal, um die 500 Euro. Ist natürlich auch ein Haufen Geld, aber viele haben es halt schon, so wie ich. Genauso wie das Sigma da, ne? Das Objektiv, das habe ich halt schon. Das habe ich mir jetzt kaufen müssen. Und jetzt hat es eine Wiedergeburt. Ja, Wiedergeburt kann man jetzt eigentlich auch sagen. Aber vorwiegend nutze ich jetzt mit der Kamera da oben. Das ist schon mein Streamcam. Da steht das 30mm drauf auf der A6500. Den Platz hätte eigentlich normalerweise diese Kamera einnehmen sollen. Aber wenn die halt da oben montiert ist, dann ist sie da oben montiert. Dann hole ich die jetzt so einfach mal geschwind runter. Und die Belichtung. Mal Licht einmal. Mit der Belichtung, da muss man jetzt echt noch. Muss man gucken, ob ich da vielleicht selber was finde. Aber wenn irgendjemand was weiß, wo man das findet, Belichtungskorrektur, Gesichtspriorität, weiß der Kuckuck, wie man das nennt. Also die neue von Sony, die ZV-10, die hat das. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das auch so im Menü umstellen kann. Gut, aber für ein kurzes Testvideo ist das jetzt lang genug. Was jetzt demnächst kommt auf meinem Hauptkanal, ist ein Rode SmartLav Plus Vergleich mit dem anderen Mikrofon, wo jetzt der Name nicht weiß. Ich sag mal tschüss. Ciao.